Obwohl kein Bild dem anderen gleicht, lassen sich Brandon Cronenbergs Infinity Pool und Christian Petzolds Roter Himmel rein inhaltistisch in einem Satz zusammenfassen. Ein an sich selbst zweifelnder Schriftsteller fährt in den Urlaub, der sein Leben verändern wird. Nun wird jeder, der beide Filme gesehen oder nur eine vage Idee davon hat, für welche Kinotradition ihre Regisseure stehen, einwenden, dass ein solcher auf die Fabel reduzierender Vergleich doch billig besinnlos wäre, und damit hat die Person auch recht. Doch dieser Einwand kann nur getätigt werden, wenn die Form vor dem Inhalt priorisiert wird, und eben diesen Punkt will ich anhand dieser zwei herausragenden Kino-Neustarts unterstreichen. Die Form ist nicht Beiwerk des Inhalts, es ist die Form, die diesen konstituiert, denn Form ist alles. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Heutzutage gilt es unter Filmkritikern und Filmkritikerinnen als Common Sense, Inhalt und Form eines Kunstwerkes als unlösbar miteinander verbunden zu betrachten. Niemand, so die Annahme, würde offen behaupten, dass der Stil nur so etwas wie der Dekor des Werkes wäre. In ihrem Essay on Style widerspricht Susan Sontag dieser Annahme und das schon im Jahre 1965. Zwar mag in der eigentlichen Praxis der Literaturkritik der überwunden geglaubte Gegensatz von Stil und Inhalt auf Nachfrage nicht aktiv verteidigt werden, so ihr Einwand, unter der Hand und zwischen den Zeilen floriert diese Antithese aber sehr wohl weiter und bestimmt folglich die Art und Weise der Kunstbetrachtung und ihrer Bewertung. Wer sich jetzt an die immer wieder aufkommenden Filmkritiker-Debatten um das Schlagwort Style over Substance erinnert fühlt, mit Vorliebe, wenn es um das Kino von Nicholas Winding Refn geht, weiß, dass auch im Bereich der Filmkunst Inhalt und Stil doch gerne vehementer getrennt werden als allgemein geglaubt. Es scheint also in gewissen Teilen weiterhin die Annahme zu existieren, dass sich Stil vom Inhalt trennen ließe und der Künstler, der die schaffe, könne zu so etwas wie einer stillosen, ja einer transparenten Kunst vordringen. Doch weder gibt es ein Nullgrad des Schreibens, so Roland Barth, noch gibt es trotz indexikalischer Verklammerung zwischen Kamera und Wirklichkeit so etwas wie ein Nullgrad des Filmens. Es gibt also de facto keine stillose Kunst, denn auch der von sich überzeugte neutrale Stil ist und bleibt eine Stilrichtung. Und wenn es etwas wie eine Abneigung gegenüber Stil gibt, dann ist das, so noch einmal Sonntag, in erster Linie eine Abneigung gegenüber einem bestimmten Stil. Was also missfällt, ist nicht der Stil an sich, sondern ein konkreter Stil, der sich der eigenen Auffassung von Kunst oder in unserem Fall von Film widersetzt. Wer zum Beispiel dem gängigen Hollywood-Stil zugeneigt ist, und damit meine ich grob umrissen die Dominanz von Plot und Story, das Kontinuitäts- und Kausalitätsprinzip, die Psychologisierung der Figuren, die dramaturgische Nachvollziehbarkeit der Geschichte sowie die exzessive Offensichtlichkeit der Informationsweitergabe, diese Person wird eher geneigt sein, einem Film vorzuwerfen, Stil über Inhalt zu stellen, wenn dieser gegen die Hollywood-Dominante verstößt, also zum Beispiel die Atmosphäre und den Moment der Kausalität und Ordnung vorzieht oder selbstbezogener mit den Möglichkeiten der Inszenierung umgeht. Hinter einem solchen Vorwurf lauert aber lediglich die Dominanz eines allgegenwärtigen und unhintergehbar geglaubten Kino, das das Blickfeld für die Künste des Films so stark einengt, dass das, was davon abweicht, als zu stilisiert verschrien wird. Dabei ist klar, dass es in der Kunst Formen der Stilisierung gibt. Das meint aber eben kein mehr oder weniger an Stil im quantitativen Sinne, sondern ein meist spannungsgeladenes Verhältnis zum Inhalt, oft ausgedrückt in Form einer besonderen Distanz zum Gegenstand. Wenn also Brandon Cronenberg zu Beginn seines Films Infinity Pool die Kamera einmal kopfüber und seitwärts über die Ferienanlage schwenkt, er das Bild also kurzzeitig auf den Kopf fallen lässt, um dann nach einer ausgiebigen Fahrt wieder auf den Füßen zu stehen, dann finden wir hier eine Form der Stilisierung vor, die eine Distanz zum Gegenstand provoziert, indem die Ausdrucksweise, also die schwindelerregende Kamerafahrt, sich als solche in den Vordergrund zu drängen scheint und damit das Gemachtsein des Films betont. Der Fehler in der Argumentation, der die Dualität von Inhalt und Form nun aufrechterhalten will, fände sich in der Behauptung, dass die von Cronenberg gewählte Form, die exzessive Kamerafahrt, sich dem Inhalt, die Etablierung des Urlaubsressorts als Handlungsort, überstülpe. Vielleicht würde sogar
würden sogar einige sagen, dass hier eine formverliebte Pirouette gedreht wird, ohne irgendetwas an Substanz dem Eigentlichen des Films hinzuzufügen. Doch das Problem eines solchen Einwands besteht darin, dass dieser zu keinem Zeitpunkt fragt, was denn Inhalt oder Substanz oder das Eigentliche meint, wenn nicht eine bereits recht spezielle stilistische Konvention der Filmkunst selbst. Doch Inhalt ist in Infinity Pool wie in jedem anderen Kunstwerk nur das, was durch die künstlerischen Entscheidungen bezüglich der Inszenierungsmodi in Form gebracht wurde. Da ist kein Urlaubsresort ohne das durch eine wilde Achterbahnkamerafahrt erzeugte Bild davon und das Resort gar nicht zu denken, ohne seine Informbringung durch besagte Fahrt. Genau hierin besteht ja die Unhintergehbarkeit von Inhalt und Form und offenbart, dass ein gegenseitiges Ausspielen von Form und Inhalt lediglich ein verengtes Verständnis von Filmstil widerspiegelt. Für Roter Himmel von Christian Petzold gilt dies übrigens auch. Auch hier haben wir es mit Stilisierungen zu tun, aber mit solchen, denen eine andere Verhältnisbestimmung von Inhalt und Form vorausgehen. Was also macht Petzold? Er bedient sich einer dramaturgischen Gewohnheit, die die Relationen der Figuren, ihre Konflikte, ihre Wünsche und Ängste in Form eines realitätsnahen Stils ausleuchtet. Das meint, dass wir mit den Figuren einzig und alleine im Hier und Jetzt etwas über diese erfahren. Weder verdeutlichen erklärende Voice-Over-Stimmen noch rückblenden uns irgendetwas. Roter Himmel zeigt also seine Figuren im Präsenzmodus. Konflikte werden nicht etabliert, Figuren erklären sich nicht, sondern wir befinden uns bereits mitten in diesen Konflikten und ihren Handlungen. Und Psychologisierungen finden nicht durch große Erklärungen, sondern durch Blicke, Gesten, Reaktionen und meist auch durch Schweigen statt. Der Film präsentiert uns keine undurchdringbaren Monolithen, er serviert uns aber auch nicht die Charaktereigenschaften der Figuren auf einem Serviertablett. Am ehesten ließe sich dieser realitätsnahe Stil als einer beschreiben, der uns die Figuren in ihrer Aktualität, in ihrem Jetzt-Zustand und nicht in ihrem Gewordensein präsentiert. Da mögen Konflikte in der Vergangenheit lauern, diese aber können sich nur durch das Jetzt erschließen und Figuren werden so nur durch ihre sich vollziehenden Handlungen charakterisiert. Das hat zur Folge, dass diese Figuren immer zu einem gewissen Teil fremd bleiben müssen. Wir durchdringen sie nicht, wir erarbeiten sie uns nicht, wir verstehen sie nicht vollständig, sondern haben höchstens eine Ahnung davon. Und dies ist, das ist der entscheidende Punkt, ebenfalls ein Stil bzw. Ergebnis künstlerischer Entscheidungen. Wer also auf die Form blickt, kann Veränderungen in der filmsprachlichen Entwicklung erkennen oder wie alte Motive mithilfe nuancierter Änderungen neu adaptiert werden. Hier möchte ich ein Beispiel aus Roter Himmel herausgreifen, und zwar jene Szene, in der Leon, Hauptfigur Nummer 1, auf Nadja, Hauptfigur Nummer 2, trifft. Besonders an dieser Szene ist, dass Leon nicht direkt auf Nadja trifft, sondern sie zunächst auf anderen Breitengraden kennenlernt. Erst hört er von ihr, dann hört er sie, dann sieht er sie aus der Ferne und erst dann irgendwann spricht er auch mit ihr. Oder besser gesagt, er wird angesprochen. Wenn Leon am ersten Morgen nach der Ankunft am Frühstückstisch sitzt, ist Nadja bereits Projektionsfläche unterschiedlicher Emotionen. Einerseits hat sie den Ärger der beiden Freunde auf sich gezogen, denn geplant war, dass beide die Ferienwohnung für sich allein haben. Andererseits ist da Nadjas nächtliches Stöhnen im Nebenzimmer, das für Leon nicht zu überhören war. Entscheidend ist nun, dass es am besagten Frühstücksmorgen wieder ein audiovisueller Hinweis ist, der Leons Aufmerksamkeit auf Nadja zieht, denn diese pfeift beim Verlassen des Hauses eine Melodie, die sie im Laufe der Filmhandlung öfters von sich geben wird. Nun schaut er sich nach ihr um, geht ans Fenster und sieht Nadja aus der Ferne, wie sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Zwar gilt sein Blick nur ihr, doch wirklich sehen kann er sie nicht, da sie zu weit weg verdeckt oder nur im vagen Profil zu sehen ist. Entscheidend ist also, dass Leon sich hier, bevor er sie kennenlernt, ein Bild von ihr macht. Dieses Bild ist eines der unmittelbaren Anziehungen. Und es ist Leon, der sich tatsächlich auf den ersten Blick in Nadja verliebt, wenngleich er dies erst ganz am Ende des Films offenbart. Ist ein solcher Moment nun nicht mehr als unzeitgemäßer Kitsch, eingewickelt in den nüchternen Petzold-Realismus, der sich als hoffnungsloser Romantiker entpuppt? Ich behaupte nein.
Denn was Petzold hier durch die vermeintlich einfache Folge von Blicken verhandelt, ist Liebe als Moment der Projektion und als Moment des Falscherkennens. Leon macht sich nämlich ein Bild von Nadja und die Kinoapparatur doppelt diesen Prozess in der Einnahme seiner Erlebnisperspektive. Leon sieht dabei Nadja so flüchtig und unvollständig wie Charles Baudelaire das Profil einer Frau in einer Menschenmenge und doch reicht dieser kurze, flüchtige, ja unaufgeregte Moment aus, um in Leon größte Veränderungen herbeizuführen, die sich eben nicht sofort nach außen stülpen. Und diese Veränderungen basieren eben auf Unvollständigkeit, auf Imagination, auf Vorstellung und auf die Leistung, das Fehlende auszufüllen. Dreht man aber diese Perspektive einmal um, dann ist das Bild Nadjas nicht nur von Unvollständigkeit geprägt, die vollständig gemacht werden muss, sondern ist damit natürlich auch ein Fabrikat. Und damit wäre das Falscherkennen auch immer eine aufgewertete, angereicherte Imagination, die durch Leons Liebesleistung stabilisiert wird. Überspitzt ausgedrückt, im Blick des Mannes konstruiert sich die Frau und die Referenz, die hier vielleicht in den Sinn kommt, scheint mir Hitchcocks Vertigo zu sein, ein anderer Liebesfilm und ein anderer Film über den Blick eines Mannes. Petzolds Roter Himmel aber ist keine Hommage an Hitchcocks Film, wahrscheinlich nicht mal eine Adaption, aber sehr wohl kann Hitchcocks Film als Referenz herangezogen werden, um anhand der männlichen Liebe Veränderungen im Kino aufzuzeigen. Denn im Unterschied zu Scotty in Vertigo wird Leons Selbstsüchtigkeit nicht belohnt. Im Gegenteil, sie wird ihm ordentlich um die Ohren gehauen. Wenn er nämlich später im Verlauf des Films Nadja empört fragt, warum sie ihm nie gesagt habe, dass sie Literaturwissenschaftlerin sei, es geht um sein Buch, dann antwortet sie trocken, weil du nie gefragt hast. Dies ist die entscheidende Veränderung. Nadja ist niemals nur Projektion, sondern selbstständig und damit wird sie auch nie zu einem Spielball für die Fantasie eines pathologisch verliebten Mannes wie in Vertigo. Nehmen wir hierzu einmal jene erste Szene in Vertigo als Beispiel, in der Scotty auf Madeleine trifft, aber dies kaschiert Hitchcock herausragend, niemals tatsächlich ansieht. Achtet einmal bei dieser folgenden Sequenz, wie Hitchcock die Blicke der beiden Figuren inszeniert und wie sie sich zu treffen scheinen, doch niemals wirklich treffen. Kern dieser Szene, nicht der Blick, der trifft, schafft ein Bild, es ist der Blick, der sein Ziel verfehlt. Roter Himmel scheint sich in der Verhandlung seines Liebesmotivs hieran zu orientieren, sucht dann aber einen entschieden anderen Weg. Die Geschichte, die über Leon und seine Freunde während des Urlaubs erzählt, ist eine multiperspektivische und Leon nicht die alleinige, sondern nur eine unter vielen fragilen, ja neurotischen Handlungsinstanzen. Und Infinity Pool? Auch hier haben wir es mit einem Film über fragile Männlichkeit zu tun, vor allem aber geht es um toxische Weiblichkeit. Das Besondere an diesem Film ist dabei nicht nur sein ästhetischer Exzess, sondern eine besondere Dramaturgie der Entsagung. Entsagt wird dem Zuschauer nämlich so etwas wie eine stabile Grundlage, von der aus sich daran gemacht werden kann, Hypothesen über den Fortgang der Handlung zu bilden.
Stattdessen nimmt Infinity Pool in regelmäßigen Abständen harsche Kurswechsel vor. Aufgebaute Erwartungshaltungen werden konterkariert, gestellte Fragen interessieren plötzlich wirklich niemanden mehr, Figuren tauchen ab oder Figurenkonstellationen ändern sich schlagartig. Und immer wieder ist da die Dominanz von physischen Bildern, von realistischen Bildern, die eindringen, Bilder des Horrors, Bilder des Rausches, Bilder der Orgasmen, unerhört, Bilder des Kampfes und des Todes und des Blutes und des Tötens. Es ist sicherlich diese Priorisierung der Form und der Bewegung und des Ausdrucks, die im Diskursdickicht um die Frage nach Style oder Substance dazu führen wird, dass der Film ausgerechnet wegen seiner Stilisierung abgelehnt wird oder aufgrund seiner inhaltlichen Offenheit zu metaphorischen Interpretationen genutzt wird. Denn neben der Frage nach der Stilisierung paart sich ja auch immer die Frage nach der Botschaft der Kunst. Also, was das alles denn bitte zu bedeuten hat, wie man das interpretieren soll, wie also der Weg von der Form wieder in den Inhalt münden kann, wenn doch der Film keinen bereits vorgetrampelten Pfad vorgibt, sondern uns mit seinem Horror schlicht allein lässt. Sicher wird über den Wohlstandstourismus in einem Elendsland, über die kafkaeske Biopolitik eines posthumanen Gefängnisstaates oder die Macht der Begierde gesprochen werden. Und das ist alles überhaupt nicht abwegig, sondern im Gegenteil. Der Film stimuliert diese Interpretationsleistung. Aber auch ich picke mir hier eine Szene heraus, die in Relation von Blicken und Macht durch die Form unterstrichen wird. Und dies ist eine ganz einfache, aber schockierende Szene, die sehr, sehr direkt ist. Unsere Hauptfigur James, wie schon bereits erwähnt, wie Leon ein Schriftsteller, der nicht vorankommt, trifft in diesem Film nicht auf Nadja, sondern auf Gabi, die ihm schöne Augen macht. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Partnern verbringen sie einen Tag an einem abgelegenen, verbotenen Strand. Hier nun wird James von Gabi überrumpelt, während dieser gerade im Stehen pinkelt. Kronberg dreht also die Ausgangslage Mann blickt Frau an. Es ist die Frau, die den Mann zuerst erblickt hat, und es ist hier der Mann, der die Frau nicht kommen sieht, sich unbeobachtet fühlt. Sie greift ihn nun von hinten ans Gemächt und befriedigt ihn mit der Hand. Er kann oder will sich nicht wehren, und ob er Schmerz oder Lust oder beides empfindet, bleibt recht vage oder liegt so oder so zusammen. Diese Szene ist eindringlich genug, könnte man meinen. Kronberg zeigt aber nun das, was eigentlich nicht gezeigt wird, und zwar den Sexakt selbst und das im Close-up. Haben wir es hier mit einer ins Leere laufenden pornografischen Provokation zu tun? Ich würde sagen, nein. Kronberg dampft jegliche metaphorischen, intellektuellen Fragen nach der Aushandlung von Macht, Abhängigkeit, Begierde und Sex auf das ein, was seine Bilder an und für sich ausmachen. Den phänomenalen, den körperlichen Akt, das Mechanische, das Leibliche, das Vor und Zurück, das Wichsen. Während in Roter Himmel kaum bis gar keine Berührung zwischen Leon und Nadja stattfindet, steht in Infinity Pool dieser Angriff, diese übergriffige Handlung im Vordergrund, weil Kronbergs Film sicher auch in der Tradition seines Vaters stehend ein körperlicher sein will, den wir am eigenen Leib spüren sollen und den wir nicht einfach verarbeiten sollen, der da hängen bleiben soll, weil er sich nicht an uns anschmiegt. Die Leinwand, die kein Körper hat, nimmt sich unseren gewaltsam, und wir sollen der Resonanzkörper für all das werden, was dann im Laufe des Films folgen wird. Aber auch diesem phänomenalen Kino liegt ein Formwille zugrunde, einer, ohne den es keinen Inhalt gibt, weil er diesen konstituiert. Dass wir also über die Körpererfahrung sprechen können, ist das Resultat eines Stils und nicht umgekehrt. Würden wir uns hingegen nur für den Inhalt interessieren, wären wir wieder am Anfang. Zwei Schriftsteller machen Urlaub, der anders verläuft als geplant. Und dann könnte man auf die sehr, sehr dumme Idee kommen, dass die Filme doch viel miteinander zu tun hätten oder gemeinsam hätten. Dass dem aber nicht so ist, kein Bild dem anderen gleicht, liegt an der Form, liegt an der Ausdruckskraft des Films selbst. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört euch.